Wattengebulsche! Aber da kriegst du ja so einen Hals von. Die Tage, das sag ich dir, der Ionenhals. Ne? Aber von hier bis nach Castrop-Rauxel. Also, ich stand kurz vor die Expulsion. Kennen Sie Schlangen? Also, jetzt nicht so Pythons oder Boa Constructors. Nee, nee, die meine ich an für sich gar nicht. Sondern richtige Schlangen aus menschlichem Fleisch und Blut. Also Einkaufsschlangen. Und die allerschlimmste Schlange, das ist die Wurstschlange. Die Schlange an der Wurstsäcke von Supermarkt. Hör mal, da krieg ich sofort wieder einen Hals, wenn ich daran denken muss. Aber diesmal bis nach Unna. Ich war diese Woche, war ich mal einmal mit Einkaufen dran, weil wir wollten jetzt noch Muttertag nachfeiern. Ja, nur, da muss man die Mutti auch schon mal einen Gefallen vertun, ne? Hab ich gedacht, hey, was gehst du vormittags? Ist nichts los, sind sie alle am Malochen oder auf dem Arbeitsamt? Jetzt hatte ich aber den Fehler gemacht und in meine Überlegung nur die erwerbstätige Bevölkerung mit einbezogen und hatte gar nicht an die ganzen Rentner und Rentnerinnen gedacht. Ja, und jetzt standen sie da. Alle Mann, wie sie da sind. Als Schlange an der Wursttheke. Und ich praktisch hinten dran als Schwanz. Der Kopf von der Schlange war irgendeine Oma, ne? Da hörte ich den Kopf auch schon direkt sagen. Der Schinkenspeck, ist der im Angebot? Ja, dann tun Sie mir mal eine Lage. Wie teuer ist eine Jachtwurst? Ja, hätte ich auch gern ungefähr circa 68 Gramm von. Oh, die Cervelatwurst. Die sieht aber auch so aus, als wenn sie einer mitnehmen sollte. Tun Sie mir mal 4 Scheiben. Nee, oder halt. Besser 5, habe ich unterm Strich eine mehr. Ich denk, Hamburg bald. Ja, aber Pustekuchen. Da wird die Olle erstmal auf den Aufschnitt aufmerksam. Ich denke, jetzt ist aber Holland in Not, ne? Und man hat die da Bierwurst, Blockwurst, Schweinebraten, Mickey Mouse Mortadella und was weiß ich nicht noch alles eingesackt. Ich rief dann so zu die rüber, Leberwurst haben sie noch vergessen. Sonst haben sie schon alles, was der Laden hergibt. Hör mal, da wurde die noch pampig, ne? Und sagte, ich sollte mich doch nicht in ihre Nahrungskette einmischen. Ich sag, ich misch mich aber, und zwar mit den Armen der Gerechtigkeit. Ich sag, wenn jeder so wie Sie einkaufen würde, da würde in Deutschland gar nichts mehr laufen. Da müsste sich doch jeder am Tag unbezahlten Urlaub für nehmen. Hör mal, da wird die noch bumpiger. Trotz meiner freundlichen Erklärungen. Und bestellt in aller Seelenruhe eine halbe Fleischwurst ohne. Hör mal. Und da hab ich rot gesehen. Ich meine, ich sehe nicht schnell rot. Aber da war rot in alle Verfärbungen. Ich rief zu dir rüber, gucken Sie sich Ihren Wurstsack doch mal mittlerweile an. Wer soll die ganze Scheiße denn fressen? Über so viele Angehörige verfügen Sie doch gar nicht. Haben Sie einen Rudel Wölfe auf die Hütte oder was? Ja, hör mal doch. Mann! Ja! Da war aber... Hör mal! Da war aber ruckzuck-Tumult in den Laden noch! Gott sei Dank kam in dem Moment der Verkaufsleiter um die Ecke. Ich denk, aha, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Was macht der Speichellecker? Schmeißt mich raus und gibt mir Hausverbot. Da gehe ich ohne mehr hin, oder? Glaubst du doch wohl, Mann.